Ja, mein Name ist Felix Weitling. Ich segle im Team Magic Marine unter der Führung von Norbert Peter auf GR33, einem 18-Footer. Das sind die spektakulärsten Skiffs hier auf der Travemünder Woche. Sie werden mit 3 Mann gesegelt. Radikalste Manöver mit 3 Leuten im Trapez ist natürlich atemberaubend und einfach toll. Die Trave Races wurden heute am ersten Tag von den 18-Footern gestartet. Es waren 5 an der Startlinie. Die sind heute ihre 2 Heats gefahren. Das ist sozusagen die Qualifikation, die sozusagen dann morgen fürs Finale zählt. Die beiden Trave Races, die eben gerade über die Bühne gegangen sind, auf der schönen Trave hinter mir, wurden von 5 18s angeführt, sozusagen heute der erste Tag. Mit dabei die Crews aus Dänemark, sehr gutes Team. Dann das Team Magic Marine aus Berlin, auch sehr gutes Team. Und zu guter Letzt komplementiert wird das Trio dann durch den Engländer, die das, ich glaube, das erste Rennen gewonnen haben. Das zweite Rennen hat dann Norbert Peter gewonnen. Oder es war andersrum. Auf jeden Fall war es ein heißer Kopf-an-Kopf-Kampf zwischen Deutschland und England. Die EM-List grüßen. Ich glaube, durch die Trave-Race oder durch das Trave-Race bringt man das Segeln den Zuschauern nahe, die eben hier tatsächlich zum Flanieren sind oder zum Feiern dort sind, und bekommen eben einen guten Eindruck, wie das Segeln funktioniert. Als Teilnehmer selbst ist es natürlich sehr begrenzt, der Spielraum, das Spielfeld. Das heißt, links und rechts sind natürlich die natürlichen Barrieren schon da. Das heißt, man muss seine Manöver genau auf den Punkt setzen. Morgen dann nochmal, also hier spannende Wettkämpfe auf der Travemünder Woche in der Trave hinter mir.